Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Moonlighter. Wir öffnen den Shop und es kommt instant ein Dieb herein. Ich habe ein bisschen, glaube ich, neu sortiert, weil ich das alles nach dem Spielneustart wieder neu einordnen musste, was wir in der letzten Folge schon gemacht haben. Aber egal, heute steht der Wald-Dungeon-Endboss an. Das sollte heute abgehen und das sollten wir heute hinkriegen. Wir nehmen mal das. Ja, gucken wir, was so abgeht. Wir wissen nicht so wirklich, wie wir all die Sachen verkaufen sollen, weil wir ja definitiv bei vielen noch gar keine Ahnung haben. Aber das kriegen wir schon hin. Oh. So, wir kontrollieren mal kurz immer, ob das eh so passt. Ja. Let's try. Sehr gut. Oh je. Die Wurzel ist immer noch zu günstig. Das ist ja krass. Also diese Knolle. Heftig. Wir haben eh nicht so viel zu verkaufen. So, gucken wir mal. 700 ist zu günstig. Ja, 1000. Haben wir sie nicht gerade für 1000 verkauft? Machen wir mal 1200. Und hier geben wir noch dieses... Oh, dieses Pulver hin. Dann haben wir, glaube ich, auch noch gar keine Ahnung. Doch, 600 ist auch zu günstig. Machen wir mal einen Taui. Und gucken, was so abgeht. Die Wasserschale passt. Sehr nice. Das ist sehr, sehr gut. Das da hinten passt auch. Richtig nice. I like it. Werde ich hier gleich nochmal ein paar neue Sachen platzieren. Ich glaube, das hat einen super Preis. Hallo? Achso, ich komme nicht weg. Sorry. So, dann gucken wir hier nochmal schnell. Das hier, das hier. Das muss alles raus. Hier wissen... Oh. Das heißt, wir gehen hier nochmal ein bisschen teurer. Hier können wir auch ein bisschen... Oder? Wartet mal. Was hatten wir hier? Ja, ein bisschen teurer können wir gehen. So, jetzt mal die Schlange abarbeiten. Ein bisschen was. Damit hier auch was passiert. Wir wollen ja in den Dungeon. Wir verdienen echt gut Geld, muss ich sagen. So, unser letztes Item. Bereit zum Sell. Okay. Machen wir mal so. Let's go. Kauft was, kauft was. Und so, ich habe die Zeit kurz mal genutzt und ein kleines Schlückchen getrunken. Ich hoffe, das hat gut funktioniert mit dem Dungeon und dem Portal, weil wir jetzt... ich habe das Spiel in der Zwischenzeit geschlossen. Ich hoffe, das hat gut funktioniert. Ja, oh, ach so, ein Händler. Waldfrüchte. In 3 Tagen, ja, sollten wir hinkriegen. Aktuell haben wir keine mehr. Ich darf es nur nicht vergessen. Gott, ich darf unsere ganzen Quests nicht vergessen. Ich habe auch hier schon mal gesehen, hier kann man... Wartet mal. Hier. Hier kann man auch hier rüber gehen und dann sieht man hier seine Quests, an welchem Tag man was braucht. Hier sieht man auch unsere Wunschlisten-Items. Finde ich alles ganz interessant. Eigentlich, wir sind hier nie. Na gut. Wir sollten ja ein bisschen was verkaufen und nicht spielen. Weiter fällt mir natürlich nur ein, ich hoffe, ihr genießt gerade eure Herbstferien. Ich habe jetzt noch bis Mittwoch Herbstferien und dann ab Donnerstag, Freitag muss ich wieder arbeiten. Yay! Aber ein bisschen Zeit bleibt ja noch. Heute ist schön, also heute ist für mich Halloween. Noch ein bisschen genießen. Ich habe vor, heute einen Kürbis zu schnitzen. Habe extra am Wochenende war ich auf einem Kürbisfest in Wien und habe dort zwei kleine so Mini-Kürbisse gekauft quasi und die will ich heute ausschnitzen. Die sind sicher cool und ich möchte unbedingt diesen Trend ausprobieren. Den sehe ich die ganze Zeit bei den auf Instagram. Kürbiskerne so waschen, trocknen, rösten und halt mit so unterschiedlichen Gewürzen und dann wie so crunchige Snacks essen. Darauf hätte ich richtig Bock. Das will ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie selber gemacht, aber
Ich bin schon gespannt. Das steht halt heute alles noch auf meiner To-Do-Liste. Ich war heute auch schon. Wo war ich heute schon? Achso, wir müssen den Shop schließen. Ich war heute auch schon bei der Bank, denn der 31. Oktober ist Weltspartag. Und ja, habe ich ein bisschen was eingezahlt. Meine ganzen Münzen, die ich schön brav gespart habe. Warum tue ich das anständig? So. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? Eigentlich gar nichts. Aber. Nee, ich nehme zwei mit. Ja, komm. Das muss reichen. Let's go. Ja, ich war schon bei der Bank. Ich war schon kurz einkaufen. Ich muss nachher noch kochen. Es steht noch einiges an. So, hoffen wir, das funktioniert. Ich bin schon ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Jo, wir sind hier. Okay, scheint funktioniert zu haben. Was bedeutet denn eine lila Kiste? Aber ich will ich jetzt nicht riskieren. Die haben wir, glaube ich, ausgelassen. Crazy. Ich glaube, wir sind nur nach oben und nach unten gegangen. Na gut, wir wollen keine Zeit verlieren, denn Zeit im Dungeon ist ja schlecht. So, haben wir das gelesen? Wer sind diese Leute? Ja, das kennen wir schon. Oh, bin ich bereit? Blocken, rollen. Let's go. Wir müssen ja noch einen Raum überleben, erstmal. Oh Gott, das Spiel ist ein bisschen krass leise. So. Oh Gott, Alter. Okay, ich muss das Spiel einen kleinen Ticken lauter stellen. So. Jetzt passt's wieder. Okay. Let's go. Ich habe Angst, Leute. Nee, unser Slime bleibt zurück. Okay, wir gehen mal wieder komplett auf Angriff. Ob das diesmal die Strategie ist, weiß ich nicht. Aber mir fällt nichts Besseres ein. Fleisch, Fraß, Mute. Okay, wir hauen einfach mal drauf. Und versuchen hier einfach krass Damage zu machen. In der Hoffnung. Oh Gott, es spawnt Ads. Aber vielleicht kann unser kleiner Freund sich um die Ads kümmern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Was ist passiert? Oh Gott. Ich habe kurz den Überblick verloren. Ich wollte mich eigentlich gerade heilen. Puh. Nice. Wir haben es geschafft. Das war nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ich glaube, ich bin einfach sehr gepusht gerade, weil ich halt alles in stärkeres Rüstung investiert habe. So, ach so, wir können gar nicht zurück. Oh, ist ein bisschen schade. Okay. Aber unser kleiner Kumpel hat schon gut seine Arbeit getan. Ich mag den so gerne. Er ist super. So, wir gönnen uns alles. Wir brauchen eigentlich aber auch bald diese Sachen, ne? Schwierig, schwierig finde ich das schon wieder. Weil wir müssten noch so ein paar, ja, Viecher klatschen für diese Notizen. Irgendwie sieht diese Blume jetzt sehr, sehr cool aus. So entspannt. So. Hier gibt es wieder gar nichts. Ich finde, hier sieht es immer so verdächtig aus. Ich habe immer jetzt ein bisschen Angst vor diesem Vieh, das kommt und einen tötet oder aus dem Dungeon schmeißt. So, wir haben quasi nichts erreicht. Sehr, sehr nice. Und so, ein weiterer Schlüssel wird eingesteckt. Super nice. Können wir hier eigentlich irgendwas tun? Okay, bisschen Story. Junge, erst besiegst du den Golemkönig und jetzt den Waldwächter? Du riskierst zu viel. Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt? Dein Großvater wäre zu Tode besorgt, wenn er noch hier wäre. Besorgt und vermutlich auch unheimlich stolz. Ich kann ihn fast schon hören. Das ist mein Enkel. Er ist Händler, aber er erledigt eigenhändig Wächter. Unglaublich, oder?
Dieser Mann war genauso anstrengend, wie du jetzt bist. Die Stadt hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Und zwar, dass der Wüstendungeon jetzt für jedermann geöffnet ist. Dummköpfe, wir haben die Dungeons aus gutem Grund versperrt. Außerdem gibt es eine neue Ladenerweiterung am schwarzen Brett. Das wird dich hoffentlich beschäftigen und von Wächtern fernhalten. Aber ich muss sagen, dein Laden hat sich ganz gut gemacht. Bald ist er wieder genauso geschäftig, wie er früher einmal war. Oh. Ja. Wir arbeiten hart daran. So, ich wollte mal hier ganz kurz euch das kleine Vieh halt zeigen, damit ihr das mal gesehen habt. Es hat so ein kleines Blatt und rennt uns halt nach. Aber ich mag es nicht so gerne, weil es kann nicht so gut angreifen. Es muss sich immer zuerst positionieren, dann angreifen. Es dauert sehr, sehr lange. So, Shop. Achso, ich wollte gar nicht Shop. 70.000. Ja, machen wir das doch gleich. Wo ist die Bank? Ach so. Der kriegt gar kein Haus. Bisschen traurig. Okay. Hallo? Gold? Wo? Oh, guten Tag wünsche ich. Ich bin Edward, frischgebackener Einwohner dieser wunderbaren Stadt. Eigentlich bin ich ein Händler, genauso wie du, mit einem Unterschied. Ich handle mit Kapitalanlagen, nicht mit Gegenständen. Vertraue mir dein Geld an und ich mache dich garantiert reich. Ich habe zu tun, komm in 4 Tagen wieder. Okay, wir können nichts mit ihm machen, das ist natürlich sehr freundlich von dir. Dann gucken wir mal auf unseren kleinen Shop. Wir haben 95.000. Okay, wir brauchen 120.000, das geht mal erstmal nicht. Irgendwie mehr Platz brauchen wir eigentlich nicht. Das finde ich irgendwie so unnötig, aber 70.000 für ein besseres Bett finde ich halt schon geil. Sollen wir das riskieren? Ja, komm, wir geben alles. Was steht da eigentlich? Süße Träume werden aus Gold gemacht. Fühl dich selbst in den härtesten Dungeons gut behütet. Dieser Komfort wird dich auf all deinen Wegen begleiten. Okay. Ich finde, das ist eine richtig gute Investition. Ich meine, das eigentlich auch. Wer mehr Geld ist, mehr Geld. Aber gut. Da haben wir ein bisschen investiert. So, meine Schmiede brennt darauf, was für dich herzustellen. Ja, da brauchen wir erstmal den neuen Dungeon-Items. Aber gibt es noch irgendwas Neues? Nö. Prinzipiell nicht. Kann man mit ihm eigentlich auch reden oder was ist hier Phase? Hm. Warum ist da links? Also unser Ring ist trotzdem zu sehen. Gut, bei der Hexe gibt es wahrscheinlich auch nichts. Sie hat immer noch ihren Schleimi. Ja gut, dann schmeißen wir kurz unseren Stuff rein. Und gehen in den nächsten Dungeon, oder? Ich denke mir, das können wir auch wann anders verkaufen. Taken wir mal das und das. Und das lassen wir alles hier, oder? Ja. Ich glaube, das kann alles hier bleiben. Oh, was geht da hinten ab? Ein weiterer Dungeon wurde abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Hier geht eh nichts ab. Ja, wir brauchen eigentlich... Eigentlich müssen wir zurück in den anderen Dungeon. Ah. Ich will kurz was gucken. Nee. Nee, nee, nee. Wie komme ich da hin? Was ist denn das Erste, das wir... Scheiße, das brauchen wir schon morgen. Nee, dann müssen wir nochmal in den Wald-Dungeon, Leute. Es bleibt uns nichts über. Wir müssen nochmal schnell da... Achso, ich will das Vieh nicht mitnehmen. Das ist so blöd. Ja, Betäubung. Gift ist halt deutlich besser. Wir werden auf jeden Fall das Vieh hier mitnehmen. I love you. Viel zu sehr. So, was geht eigentlich hier ab? Oh, er ist gar nicht da. Okay, okay. Ja, sorry Leute, dass wir jetzt gerade nicht in den neuen Dungeon können, aber wir brauchen... Mein Controller hat gerade vibriert. Wir brauchen ganz dringend diese Sachen für die Quest. Hm, na gut. Oh, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Gucken wir mal, was abgeht.
Okay, nice. Oh, dich gönnen wir uns auch. Ach Gott. Okay. Könnten echt ein bisschen schneller sein. Ah, den Giftdude. Ah, nice. Unser braves kleines Tierchen hat wieder alles für uns erledigt. So, ich will auch gar nicht so viel Zeit hier verschwenden. Vielleicht machen wir einfach den ersten Boss. Das ist bestimmt gar nicht so blöd. Okay. Seltsamer Raum. Oder entdecken halt noch irgendwas. Mal gucken. Nice, 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 nice. Ein bisschen Loot. Ein bisschen Leben. Okay, und eine Sackgasse. Gefällt mir nicht so gut. Wir wollten doch ein bisschen Progress. Ja, dich brauchen wir. Nice. Ich glaube, 4 Stück brauche ich noch davon. Die sollten wir uns halt auf jeden Fall gönnen. Bevor es hier irgendwo runtergeht. Ich weiß jetzt auch, wie man verlässlich diesen Slimes ausweicht. Also nicht ausweicht. Hä? What the heck? Bin ich jetzt gerade zu blöd zum Spielen? So, oh Gott. Okay, nice. Unser kleiner Schleim hat ihn einfach erledigt. Richtig, richtig gut. So, bitte, bitte, bitte. Hallo? So, wo geht's weiter? Überall geht's weiter. Wir haben ein bisschen Schaden bekommen. Haben wir uns nicht so geschickt angestellt. Aber wir sind schon deutlich besser geworden. So. Nice. Der Loot ist uns sicher. So viel Zeit haben wir ja hier eh noch nicht verbracht. Der wirkt mir sehr groß. Ah, okay. Ist die Frage. Ach, das war jetzt gerade dumm. Da habe ich einfach nicht getroffen. Na gut, hier ist auch eine Sackgasse. Hier sind so viele Sackgassen. Was ist hier los? Oh, wir haben eine neue Story. Es gab vor kurzem eine neue Entdeckung, die alles verändern wird. Rätselhafte Anhänger wurden in den Dungeons aufgetan. Ich habe neulich selbst einen gefunden, höchst faszinierend. Anstatt umzukippen und etliche seiner Gegenstände zu verlieren, fügt man Gold in den Anhänger ein, um den Dungeon zu verlassen. Schnurstracks bringt ein Portal den Benutzer zurück in die Stadt. Endlich muss man Leib und Leben im Dungeon nicht mehr riskieren. Unter den etwas robusteren Abenteurern, auch Helden genannt, scheinen diese Anhänger verspottet zu sein. Diese Leute haben eine eigene Sicht der Dinge. Was ist ein Besuch im Dungeon ohne eine fette Narbe als Souvenir? Okay. So nice. Wir werden jetzt hier. Genau, einmal runterfallen und gucken, was hier so abgeht. Okay, gar nichts. Keine Strange. Ich glaube, wir werden hier ein bisschen was wegschmeißen mal wieder, um hier ein bisschen was mitzunehmen. Aber hier gibt's halt gar nichts. Auch weird. Na gut, dann gehen wir wieder. Es ist wohl Zeit für den Boss. Dann versuchen wir noch schnell zum Boss zu kommen. Ich glaube, wir haben genug von den Stückchen, von den Notizzetteln, die wir noch brauchen. Ja, der ganze Loot ein bisschen. So, die Frage ist jetzt wieder, sind wir greedy oder sind wir lieber nicht greedy und gehen einfach wieder raus? Ich glaube, wir gehen einfach raus. Sehr nice, da sind wir schon draußen.
Und können hoffentlich in den nächsten Dungeon gehen. Ich würde es mir gern wünschen, aber lassen wir bitte zuerst einfach ein bisschen Stuff hier. Und zwar, was lassen wir hier? Das, das, so. So, und diese Zettel. Perfekt. Der Rest kann ich hier rein im Grunde. Den können wir gleich nochmal ein bisschen verkaufen in der nächsten Runde. Nice. Und dann gehen wir schon wieder. Ab in den neuen Dungeon. Denn mit dem neuen Dungeon werden wir sicher ein paar neue Erweiterungen freischalten, ein paar neue Verzauberungen. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ist der alte Mann hier? Ja. Sollen wir mit ihm mal kurz reden? Hallo? Hallo? Irgendwie? Hallo? Ah, jetzt. Ganz kurz, so dass wir hoffentlich noch Zeit haben. Das hatten wir schon, nahegelegene Länder. Mutter. Deine Mutter war ein Engel. Sie hatte so viel Liebe zu vergeben. Schon als Kind kümmerte sie sich um jeden. Eines Abends, während draußen ein Sturm von biblischen Ausmaßen tobte, brachte sie einen Straßenköter mit nach Hause. Er sah erbärmlich aus, komplett durchnässt und halb verhungert. Dein Großvater wollte das Tier nicht in seinem Haus haben. Doch ein Blick von deiner Mutter reichte und er gab nach. Dieser Köter erhielt den Namen Duke und wich deiner Mutter niemals wieder von der Seite. Camilla und Duke. Okay. Gut, Vater. Ein Halunke. Zumindest nannte ihn dein Großvater so. Dein Vater war ein guter Mann, ein großartiger Mann. Und mit seinem Charme stahl er deine Mutter von deinem Großvater. Das traurige Schicksal aller Väter. Aber Yawel, dein Vater war ein Mann seines Wortes. Zusammen mit deiner Mutter half er im Moonlighter aus. Als ob der Laden sein eigener gewesen wäre. Die Zeiten waren hart damals und sind es heute noch immer. Aber deine Eltern waren ein Team. Sie hielten stets zusammen. Okay. Runoka. Du hast dein gesamtes Leben in Runoka verbracht, Junge. Wovon soll ich dir erzählen? Von Dingen vor deiner Zeit? Über die Geburtsstunde von Runoka. Das war eine verrückte Zeit. Kurz nachdem die Dungeons entdeckt worden waren, strömten die Leute von überall her. Runoka entwickelte sich schnell zu einer der vielfältigsten Städte aller Zeiten. Das Gold floss uns regelrecht in die Taschen. Und jeder hatte ein Lächeln auf den Lippen. Runoka war eine komplett andere Stadt im Vergleich zu heute. Okay, gibt's noch irgendwas? Nope. Gut. Dann gehen wir wieder. Let's go, ab in den neuen Dungeon. Bisschen Zeit haben wir ja noch. So, lesen. Wüstendungeon. Nur für Helden. Na, zum Glück sind wir ein Held. Hahaha. Ach Gott. Naja, ein bisschen Erfahrung haben wir ja schon. Oh Gott. Okay. Oh shit. Okay. Ganz ruhig. Ein neues Item. Da geht's gleich in den krassesten Dungeon. Okay, wollen wir einen Blick wagen in den letzten Dungeon? Au. Okay. Oh, ja, boah, da hatten wir jetzt Luck. Okay. Nice. Neue Items. Okay, der vierte Dungeon sieht echt gruselig aus, wenn ihr mich fragt. Gut, wieder zurück im Wüstendungeon. Au. Den Raum kennen wir ja schon gut genug, würde ich jetzt behaupten. Ah, nein. Loot, bleibt hier. Nice. So, weiter geht's. Ich bin echt ein bisschen gespannt. Okay. Eine Sache ist klar. Diese Dungeons wurden so entworfen, dass man sie plündern kann. Aber es gibt eine Anomalie im System, die dem entgegenwirkt. Die Wachen. Sie handeln selbstständig ohne eine Hand, die sie führt.
Ihre einzige Aufgabe ist der Schutz der Schätze im Dungeon, was dem Sinn und Zweck der Dungeons widerspricht. Ich schätze, was auch immer die Wachen hier platziert, ist unabhängig von dem, was die Dungeons erschafft. Ah, okay, interessante Betrachtungsweise. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Warum haben wir jetzt schon zwei Schilde? Und was bedeuten die Schilde? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. So, zurück im Wüstendungeon. Was geht hier ab? Hallo? Oh Gott, das ist ein Gegner. Okay, okay, okay. Nice. Das Vieh ist nicht so schwer zu töten, aber der Ball scheint interessant zu sein. Okay. Viele neue Eier. Schaut mal, wir haben das Ding, was wir brauchen. Sehr nice, sehr nice. Okay. Nice. Oh, der Ball. Der Ball ist mir ziemlich unsympathisch. Haben wir gerade Sand eingesammelt? Oh. Wartet mal, was haben wir hier? Das zerstört den Flucheffekt, oder? Dann geben wir das doch hier hin. Dann sind wir schon ein bisschen freier. Alter. Wartet mal, ich will auf jeden Fall das Zeug mitnehmen, weil das brauchen wir ja. Oh, oh Gott, ich habe die Platten gar nicht gesehen. Holy moly. Okay, weiter in... Oh. Okay, die Heilung. Nice. Also wir rushen hier ganz schön durch, muss ich schon sagen. Jetzt war ich wieder vorlaut und wir sterben gleich. Ich sehe es schon. Oh Gott, ich sehe das schon. Was macht er eigentlich da drüben? Okay, er teleportet sich. Ah, das ist ja blöd. Ja. Hoi, 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 da können wir nichts gegen dich tun, Dude. Du musst schon ein bisschen näher kommen. Ah, verlieren wir den ganzen Loot. Das ist ja urblöd. Okay, ich glaube, das war's. Kann das sein? Oh Gott, gucken wir uns gleich den Boss an? Das war's, okay. Jetzt war ich vorlaut. Wir werden sterben, Leute. So. Was sollten wir umsortieren? Ich würde gern das mitnehmen. Das sieht wertvoll aus. Was ist es überhaupt? Feuerfester Stoff und kaputte Batterie. Entflammbare Flüssigkeit. Na, was ist mehr wert? Na, ich glaube, wir lassen es so. In der Hoffnung, dass das was wert ist. Wir könnten einfach zurückgehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was sollen wir tun? Nee. Okay, Leute. Sollen wir einfach zurückgehen? Hätten wir die Möglichkeit, weil dann könnten wir unseren ganzen geilen Loot wegbringen. Komm, wir gehen für 12.000 zurück. Und holen uns den Boss in der nächsten Runde. Ja. Das geht schon. Haben wir gut gemacht? Sind wir gut durchgekommen? Für den First Try. Eigentlich ist die Folge eh schon lange beendet. Ab in die City. Sehr nice. Dann sind wir zurück und in der nächsten Folge werden wir unseren ganzen Stuff verkaufen und hoffentlich den Boss machen. Also bis dahin. Ciao.